Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von MadTV. Wir haben schon mal fleißig Filme und Serien eingekauft und müssen jetzt unser Fernsehprogramm weiter planen. Hier haben wir schon eine Show, ein Quiz für Nerds, deswegen würde ich sagen, wir gucken mal nach unseren Werbespots und nehmen mal hier einen speziell für Nerds. Da müssen wir in 2 Tagen 2 Stück senden. So, Anschluss. Was haben wir noch? Hier haben wir das fantastische Pflanzenreich für Intellektuelle. Die schalten zwischen 13 und 16 Uhr hauptsächlich ein. Jetzt haben wir gleich 14.30 Uhr. Geht immer noch. Also ich würde sagen, wir machen hier unsere erste Serie. 15.30 Uhr. 15.30 Uhr. Machen wir die deutsche Sirene. Oh, geht nicht. Oh. Unser Fernsehprogramm geht nur bis 15.30 Uhr. Und ich vermute, für eine halbe Stunde habe ich nichts mehr. Tja, dann müssen wir den Tag hier schon beenden. Hier schauen hauptsächlich Intellektuelle zu. Habe ich noch einen Werbespot für Intellektuelle? Nein, eher nicht. Die Frage ist, erreichen wir die 103.000? Ich würde sagen, wir probieren es mal oder wir schalten noch gleich den nächsten Peanuts danach. Ich mache nochmal einen Peanuts-Werbespot. So, und dann gehen wir gleich auf den zweiten Tag. Beginnt um 8. Wer schaltet denn um 8? Oh, hier, die Yuppies. Dann machen wir das mal nach 7 Tagen ausgeflittert. Das ist auch schon ein längerer Film. Da können wir 2 Werbeblocks noch platzieren. Die deutsche Sirene. Um 10 Uhr würde der starten. Na, sieht es eher nicht so gut aus. Ne, sieht nicht so prickelnd aus. Schon keine Filme mehr. Das ist schlecht. Was ist das jetzt gewesen? Naja, dann würde ich sagen, gucken wir schon mal weiter. Und 10.000 brauchen wir. Klasse, wir haben 345.000 Zuschauer. Perfekt. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder mal zurück in die Lobby und gucken mal nach mehr Filmen. Da haben wir echt Bedarf. Ich würde sagen, wir gucken mal, wir kaufen mal ordentlich ein. Die Bill Cosby Show. Klasse. Für Hippies, das ist also eher so gegen Mittag und gegen Abend, so würde ich sagen, die kaufen wir uns ein. Der betrunkene Edelweißpflücker. Sehr interessant. Spricht viele Zuschauergruppen an. Ich würde sagen, kaufen wir auch. Was haben wir denn noch Schönes hier? Little Brit. Nehmen wir auch mit. Und vielleicht noch eine Serie oder hier ein Doku. Oder? Durch den Wald. Und nehmen wir noch die Space Rangers. Alles klar. Aktentasche ist voll. Bisschen blöd, dass die Aktentasche nur so schnell voll ist und wir dann immer wieder hin und her wechseln müssen und dann auch wieder in unser Archiv erst müssen, um die Filme abzulegen. Das ist etwas umständlich gemacht, muss ich doch ganz ehrlich sagen. Hätten wir sicher anders lösen können, aber okay. So, zurück in unser Büro. Mal sehen, wo sind wir momentan? Wir sind noch am ersten Tag. Wie gesagt, hier brauchen wir die 110.000, die haben wir gut erreicht. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Den Peanuts-Werbespot haben wir dann auch geschafft. 2 Werbeblöcke. Jetzt am nächsten Tag müssen wir jetzt das Lama mal testen. Wir brauchen 3 Werbeblöcke. In 3 Tagen, 103.000 Zuschauer. Können wir hier schon mal 2 platzieren. Und jetzt mal noch ein paar Filme.
Die deutsche Sirene. Also wir sind 10 Uhr ungefähr. Sieht hier eher nicht so gut aus, die Bill Cosby Show. Oh ja, das sieht gut aus. Die Hippies, die schalten genau um diese Zeit ein. Platzieren wir hier. Machen auch gleich nochmal einen Lama-Spot. Betrunkene Edelweißpflückerin. Das ist eher was für den Vormittag, so wie es aussieht, oder den späten Abend. Ab 16 Uhr. Gibt es 16 Uhr. Machen wir das an das Ende. Little Britain ist für unsere Nerds. Die schaltet so zwischen 11 und 13 ein. Würde ich sagen, dann nehmen wir das doch hier rein. Machen da auch gleich noch den letzten Lama-Spot. Jetzt haben wir noch zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr noch zu füllen. Ah, sieht hier schon wieder nicht so gut aus. 12 Uhr, ah, perfekt, dann machen wir die Space Rangers noch rein. Jetzt haben wir hier zwar eine Stunde dann Sendepause, aber können wir nichts machen. Was mir auch fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu MadTV, sind die Nachrichten. Denn das war auch immer ganz cool, bei MadTV neuesten Nachrichten uns rauszusuchen, rauszuholen und dann jede Stunde diese zu platzieren. Das fehlt hier leider. Also ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Ich glaube, hier gibt es auch kein Nachrichtenbüro. So, jetzt brauchen wir noch hier Anti-Nerd. Ich glaube, das können wir jetzt nicht für unsere Nerd-Filme nehmen. Hier haben wir für 4x4 Werbeblöcke in 2 Tagen. Ein Tag, 3 Werbeblöcke. Sieht halt, jetzt haben wir hier zum Beispiel, für den brauchen wir 110.000, haben wir gerade 140.000. Also ich denke, wir sollten hier nicht zu hoch stapeln. Hier haben wir 4 Werbespots in 3 Tagen und brauchen 85.000, das ist relativ gut. Ich würde sagen, das nehmen wir mal. 2 Werbeblöcke in 4 Tagen, 109.000 können wir auch nehmen. Ja, damit lassen wir es mal. Gucken wir mal spaßeshalber in die Bank, was wir da alles machen können. Okay, hier können wir Kredite aufnehmen. Brauchen wir momentan noch nicht. Wir haben zwar jetzt nicht mehr so viel Geld, aber ist ja klar. Wir müssen ja auch erstmal ein bisschen was erwirtschaften. Wieder zurück in unser Büro. Halt! Quatsch! Wir müssen ja erst ins Archiv. Sachen wieder reinbringen. Dann ins Büro und den Tag planen. Zweiter Tag. Momentan läuft Plug a Band. Ah, wir sind hier noch. Wir sind noch am ersten Tag. So, Space Rangers ist für Nerds. Haben wir da eine Werbung für Nerds? Nerds, Nerds, Nerds. Nehmen wir hier Crash. 4x an 3 Tagen. Auch die Rentner, dann können wir da Bugs schon mal machen. So, dann haben wir den zweiten Tag schon mal eingeplant. Der erste ist jetzt auch gleich zu Ende. Ja, dann mal sehen, was wir so an Gewinnen vielleicht gemacht haben, wie der Tag lief. So, genau, hier sieht man jetzt, bei uns ist schon Sendepause hier unten. Dagegen unsere Konkurrenz von Sat.1 hat hier noch eine Serie, Gundula Herzschmerz ohne Alkohol, laufen. Mit 2 Sterne für Hausfrauen. Boah, und 1,4 Millionen Zuschauer. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Gegen bei uns ist jetzt Pause. Ja. Gucken, was wir noch machen können. Hier können wir noch Sachen kaufen. Korridor. Küche. Oh, ein Nachrichtenstudio. Da ist es ja. Mal sehen. In diesem Raum werden Nachrichten recherchiert und produziert. Das wäre schon mal sehr, sehr gut. 800.000, so viel haben wir leider nicht. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Archivforschung, oh, das kostet Millionen. Ich denke, da müssen wir echt noch warten. Vielleicht sehen wir hier schon ein bisschen Statistik. Nein, können wir erst ab dem zweiten Tag einblicken. Ja, wir sehen, die Konkurrenz ist schon uns schon etwas voraus mit den Zuschauerzahlen. Image.
wir noch keine Werte. Budget. Kontoverlauf gesamt. Ja, klar, haben wir jetzt. Oh, jetzt ist der erste Tag vorbei. Mal gucken. Zuschauer-Hassobjekt. Ich habe mich sehr unbeliebt gemacht bei den Zuschauern. Ich weiß zwar nicht warum. Das Image. Okay. Hat unsere Konkurrenz doch besser abgeschnitten. Wir haben heute am ersten Tag rund 1,5 Millionen Zuschauer erreicht. Marktanteil von 15%. Die wichtigste Zielgruppe waren die Nerds. Macht eine Veränderung zum Vortag von 175.000. Einnahmen aus Game Shows. Okay. Was ist das hier? Verbotenes Format. Aha, Kultur, Politik, Talk ist ein verbotenes Format, das wir am zweiten Tag nicht senden dürfen. Okay. Dieses Format wird am heute einen hohen Geldpreis vergeben, und zwar für das Quiz. Was bedeutet das hier? Keine Tagesereignisse. Okay. Interessant. Oh, wir haben eine E-Mail bekommen, Tag 2 beginnt. Klasse. Geld haben wir kaum. Auch nicht so toll. Mal schauen. Was ist das hier? Alles einblenden, okay. Ich verstehe nicht, warum wir keine Werbeeinnahmen haben. Ich habe so den Peanuts. Brauchen wir den noch einmal? Einmal einen Tag. Okay, dann machen wir den halt hier rein. Ja. Okay, ihr seht schon, ein großes Manko von MatTV meiner Meinung nach ist, dass wir... Ja, jetzt haben wir den zweiten Tag geplant und jetzt haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Wir haben auch nicht genug Geld, um hier irgendwas noch dazu zu kaufen, um irgendwie... Ja, hier uns zu erweitern. Und in dem Fall sind wir jetzt schon durch am zweiten Tag. Wir können jetzt schon den dritten Tag planen. Jetzt startet hier unser Programm, wie wir sehen. Wir haben 306.000 Zuschauer. Brauchen 103.000. Das schaffen wir also. Ja, und von dem her war MatTV doch deutlich hektischer. Da haben wir doch deutlich mehr machen müssen. Und ja, Nachrichten, Sendungen, Werbung, da ging es doch deutlich hektischer zu. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet schon mal einen kleinen Einblick von MatTV bekommen. Hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar, wie ihr das Spiel findet, ob ihr mehr davon sehen wollt oder ob ihr denn vielleicht lieber mal das Original sozusagen, also MatTV sehen wollt. Das kann man ja, gibt es heute sogar kostenlos schon mittlerweile im Internet und kann man mit der DOSBox auch wunderbar auf neuen Betriebssystemen spielen. Also schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin gespannt auf euer Feedback und bis bald, euer Fatze.